320 Spiele für die Kloten Flyers absolviert. Seit 2011 in der Stadt Zürich. Jetzt hier Bergito. 1:0 für die ZSC Lions. Minuten und eine Sekunde mussten sich die Zuschauer gedulden. Patrick Berci, der in der Halbfinalserie gegen Genf Servet keinen Treffer erzielte, obschon er gegen die Westschweizer in der Qualifikation 6 Tore markierte, hat offensichtlich das Tore-Schießen auf die Finalserie aufgehoben. Hier satter Schuss in die Ecke. Martin Gerber kommt da schlicht und einfach zu spät mit der Fanghand, reagiert gar nicht mehr eigentlich. Was hat einen Kloten so hüter noch in viele Gelegenheiten zugestehen müssen, und somit also geht die Mannschaft von Mark Crawford zum ersten Mal in diesen Playoffs mit einem Sieg in eine Serie. 1:0. Patrick Berci mit seinem dritten Playoff-Treffer bringt die ZSC Lions in der Serie mit 1:0 in Führung mit diesem Treffer. Und Lukas Flüeler jetzt also seit 187 Heimspiel-Playoff-Minuten unbezwungen, auch nicht von den Klotenern in dieser Partie. Kloten Flyers, die mit 2x6 Partien ins Finale gekommen sind gegen die ZSC Lions mit 2x7 Partien. Aber der Qualifikationssieger setzt sich in diesem ersten Duell durch. Ich denke, nach 60 Minuten auch verdient. Im ersten Drittel etwas mehr Anteile. Dann haben sich die Kloten Flyers aber auch nicht versteckt. Und am Schluss entscheidet unter anderem eben auch ein Bulli-Gewinn von Dan Fritsche und das Tor von Patrick. Die Kloten ersetzen noch Matthias Bieber, Santala, Mickey Dupont, und die Chance für Santala, Tor 1:0 für die Kloten Flyers. Lukas Flüeler, ein erstes Mal bezwungen in dieser Finalserie. Tommy Santala bei 4 gegen 4. Den Kloten Flyers ist es hier in dieser Phase gelungen, Druck eben auf Löwentor aufzusetzen. Frick hätte bereits die Chance gehabt. Und dann dieser Abschluss von Dupont. Und Tommy Santala mit dem richtigen Torriecher und seinem 5. Tor in den Playoffs. Sehr hoch von ihm. Beinahe über die Plexiglasscheibe. Hier tolles Zuspiel auf Kennings. Tor! Ausgleich! 1:1. Mit einem Steilzuspiel hier. Die Klotener Defensive ausgehebelt. Ronald Skeddins gleicht das Ganze nach 9 Minuten und 13 Sekunden wieder aus. Blindenbacher mit dem sensationellen Pass hier an die blaue Linie. Und Ronald Skeddins markiert das 1:1 zwischen den Schonern. Gerber. Energieanfall. Fehlt dafür hinten jetzt. Scheppi mit der Vorlage für Keller. Ryan Keller. Tor 2:1 für die ZSC Lions. Mhm. 48. Spielminute. Die Gäste liegen in Führung. Ryan Keller, jetzt macht er es doch noch. Sein 11. Tor in den Playoffs. Zuspiel
kommt von der Nummer 19, von Reto Scheppi in diesem Fall. Und dann Keller. Ganz mies trickst er da Martin Gerber aus. Aber er hat das Vertrauen aus der Halbfinalserie gegen Genf mit 7 Toren und 3 Assists. ZSC Lions drehen. Und dann ist auch das zweite Finalspiel zu Ende. Das zweite geht an die ZSC Lions. Und das zweite Finalspiel, das mit nur einem Tor Unterschied endet. Der Qualifikationssieger setzt sich auch im ersten Spiel in der Kolping Arena durch. Wieder war es ein hartes Beißen, wieder fiel die Entscheidung im dritten Drittel. Ryan Keller, dieses Mal nach Vorarbeit von Scheppi in der 48. Spielminute. Ryan Keller mit dem Saisontreffer Nummer 11 und bereits erste Reaktionen bei Stefan Liniger. Bacher, Bastl vor dem Tor, hält auch die Übersicht, aber Jack und dann das 1-0 und Luca Conti. Sechs Minuten, 22 Sekunden, Mark Crawford und seine Mannschaft führen mit 1-0. Da haben wir den ersten Powerplay-Treffer in dieser Serie. Luca Conti, er seinerseits mit seinem vierten Playoff-Tor. Hier zuerst Bastl, hat einen großen Anteil an diesem Treffer. Dann Conti auf Dabacek und Dabacek uneigensinnig, auch wenn er eigentlich selber schon einen guten Schuss hätte. Aber hier Gerber natürlich eiskalt ausgespielt. Keine Chance für den Klotener Schlussmann. Und im dritten Playoff-Finale geht zum dritten Mal die Heimmannschaft mit 1-0 in Führung. Bastl am Blindenbacher. Da war es Draxler. 2-0 für die ZSC Lions. Er sitzt 3 Sperren ab, kommt zurück und schießt die ZSC Lions mit 2-0 in Führung. Moritz Draxler. Und das nach knapp 8 Minuten hier. Via Pfosten, so scheint, kommt die Scheibe hier von Nilsson noch zurück aufs Eis. Bastl wieder Ausgangspunkt unter anderem. Und dann Nilsson via Tor, Umrandung von hinten. Kommt hier der Puck und auch hier Gerber ohne Chance gegen Moritz Draxler. Und direkt der Weg und das 3-0. Jan Tabacek auch hier wieder mit auf dem Eis. 22. Spielminute. Die ZSC Lions zeigen, wie einfach es gehen kann in diesem dritten Playoff-Finalspiel. Luca Conti und Jan Dabacek zusammen, wie schon beim 1-0. Hier zuständig Dabacek und dann hat hier Erik Blum den Zeitpunkt verpasst, Luca Conti aus dem Spiel zu nehmen. Und ich weiß, ich wiederhole mich, aber eiskalt, der Löwe. Punkt und Chancenauswertung. 0-3. Ja, aber Flüeler nicht konsequent und dann Stanciescu. Und da ist der Treffer für die Kloten Flyers. Der Captain Vito Stanciescu. Nur Sekunden danach.
ganz wichtiges Tor für die Gäste. Romano Lem zuerst mit der Scheibe und dann für einmal hier auch die Heimmannschaft. Nicht konsequent, sprich Bühler, auch Verdienst von ihm, stört da noch. Und so kann Flüeler die Scheibe nicht festhalten. Ansonsten wäre es eine Szene wie jede andere gewesen in diesem Spiel. So aber profitieren die Kloten Flyers. Für einmal Vitor Sanchez ist der Risiken beim Wechsel. Hat einmal geklappt bei den Zeit des D1. Draxler. Und dann geht Fritsche. Dan Fritsche mit der Chance. Und er trifft. Tor. 4:1. Die Kloten Flyers machen Druck. ZSC Lions unter Dauerbeschuss in diesem Unterzahlspiel. Und dann dennoch der Treffer zum 4:1. Moritz Draxler, der Rückkehrer. Er, der schon das 2:0 erzielt hat mit der Vorlage, mit der wichtigen Arbeit. Und Fritsche, ähnlich wie Keller im letzten Spiel. Und tanzt da Martin Gerber, der seine Mannschaft hier auch nicht vor dem vierten Gegentreffer bewahren kann. Und so orientiert er sich wieder vor dem Tor. Lions setzen nach. Und Scheibe ist auch in diesem Fall drin. Tor 5:1. Matthias Seger. Der Puck, der fällt, der läuft, der rutscht nur in eine Richtung. Matthias Seger mit seinem 100. Tor für die ZSC Lions. Hier hat er sich diesen Treffer gleich selber vorbereitet, zusammen mit Patrick Bertschi. Keiner zur Stelle beim Verteidiger. Matthias Seger, es ist das zweite Tor in diesen Playoffs und der Flieger taucht. 5:1. Selbstvertrauen noch einmal, ein weiteres Mal gestärkt. Peter Müller hier noch mit dem zweiten Treffer, aber den hätte er lieber am Dienstag wohl erzielt. Da hätte es noch etwas mehr Auswirkungen gehabt, dieses Tor. Und er macht das dann gar nicht. Mark Crawford auch 34,7 Sekunden vor Schluss, wenn man sich noch ein zweites Mal erwischen lässt. Somit haben jetzt das Stadion. Muss noch einmal aufstehen am kommenden Samstag, denn Mark Crawford und die ZSC Lions gewinnen mit 5:2, haben 4 Matchpacks, 4 Finalpacks, 4 Meisterpacks. Um alles klar zu machen, vielleicht schon am nächsten Samstag. Der Löwe hat sich mit dem heutigen Abend weiter gestärkt. Man hat immer wieder eine Antwort gefunden. Mark Crawford konnte sich auf sein ganzes Team wieder verlassen, auf verschiedene Akteure. Auch Lukas Flüeler war natürlich wieder mit dabei. Wieder geht das Zürcher Derby auch hier an die Adresse der ZSC Lions. Keine Chance mehr, um noch einmal heranzukommen für Klo. Gelegenheit. Santala und dann die Chance und der Treffer 1:0. Erik Blum. Da haben die Kloten Flyers das erste Tor. Kloten blumt also auf. 1:0 Führungstreffer in der 9. Spielminute. Santala
setzt sich da durch. Alle konzentrieren sich auf den Klotener Interims-Topscorer. Und dann im Rücken der ZSC-Verteidigung wird Erik Blum angespielt, bringt Kloten mit 1:0 in Führung. Also in den letzten paar Minuten kaum noch eine Offensivaktion der Kloten Flyers. Müssen sich auf die Defensive konzentrieren. Oh, der Stopp von Baldisberger auch sehr hoch gegen Randecker. Baldisberger und er trifft Tor! 1:1 Ausgleich! Der Spielminute. Martin Gerber ein erstes Mal bezwungen. Die Druckphase der ZSC Lions trägt Früchte. Chris Baldisberger mit seinem zweiten Playoff-Treffer. Der erste in dieser Serie. Vorausgegangen ein relativ hoher Stock von Baldisberger. Das sehen wir hier nicht mehr gegen Randecker. Und dann in Bertschi-Manier sucht sich Baldisberger den Weg vors Tor und bezwingt eigentlich Martin Gerber auf ähnliche Art und Weise wie Patrick Bertschi in Spiel Nummer 1. Robert Nilsson, 2 Tore in den Playoffs, 2-mal per Penalty. Was heißt das? Das aus dem Spiel heraus und jetzt, ja, wir müssen hinschauen. Zeigt uns Roman Wick an, denn auch er hat unter anderem auch das Penaltyschießen in Lausanne zugunsten der ZSC Lions entschieden. Nilsson, Tor! Führung für die ZSC Lions! Der Joker sticht! Ein Garant für die Löwen. Nach dem dritten Schützen, der Zöger nicht, aber es wäre von Vorteil, wenn er trifft, aus seiner Sicht. Romano Lehm, Tor tatsächlich, Ausgleich. Alles wieder offen. Und das eine Runde vor Ende der ersten Tranche. Uhr 24 zeigt meine Uhr an. Robert Nilsson mit der Möglichkeit und er trifft! ZSC Lions gewinnen die Meisterschaft! Achter Meistertitel und Mark Crawford zum ersten Mal seit 1996 holt er seinerseits auch wieder einen Pokal. Ist nicht nur Zürich ZSC, ist auch Schweizer Meister 2014. Matthias Seger und Marc Bastl. Der Twin Skates wieder zurück in Zürich.